Ja, zurzeit schneit es viel in Deutschland und auch am Wochenende kommt wieder neuer Schnee. Dann wird es sogar vielleicht im Westen und Nordwesten weiß. Denn Tiflavio bringt aus dem Westen neuen Schnee, der sich bis in den Südosten ausbreitet. Wir sehen den ganzen Sonntag über schneit es immer mal wieder. Im Westen geht der Schnee dann allerdings in den Regen über mit wärmeren Temperaturen. Die Schneedecke schmilzt dort wieder. Im Moment sehen wir im Norden Deutschlands keine Schneedecke. Im Süden hat es natürlich viel Schnee. Und mit dem Schneefall auf Sonntag kann sich dann aber im Norden, im Rheinland und sogar vielleicht auf den Inseln eine dünne Schneedecke ausbilden. Es kann glatt werden, es kann Blitzeis geben und erst im Laufe des Tages mit wärmeren Temperaturen schmilzt der Schnee dort wieder weg. An den Alpen schneit es. Dort sind 5 cm verbreitet zu erwarten, am Alpenrand sogar bis zu 20 cm. Die besten Vorhersagen für den Ort finden Sie auf weather.com.